Hallo, ich bin Beate und ich begrüße dich ganz herzlich zum Tiertalk Podcast. Liebe verbindet, das ist mein Motto. Und wenn du dich und dein Tier besser verstehen möchtest, dann bist du hier ganz genau richtig. Ich freue mich jetzt auf unsere gemeinsame Reise und auf die Zeit mit dir. In dieser Episode möchte ich mit dir um Ängste sprechen. Und zwar die Angst, die uns Tierfreunde ergreift, wenn wir das Gefühl haben, dass vielleicht mit unserem Tier etwas Schlimmes passiert oder dass etwas sein könnte, dass sie krank sind. Oder vielleicht auch, wenn du eine Katze hast, die Freigänger ist, dass die Katze vielleicht nicht mehr nach Hause kommt. Und diese Ängste, wenn sie vielleicht nicht pünktlich da ist, die dich schier wahnsinnig machen. Ich kann dir hier aus eigener Erfahrung erzählen, dass das Emotionen sind, die plötzlich auftauchen und man im Grunde genommen überhaupt keinen Einfluss darauf hat. Mir selbst ist es im November 2016 passiert. Ich bin gerade von einer Messe nach Hause gekommen, saß gemütlich auf der Couch und meine Hündin Safi lag vor mir auf dem Boden. Und mich hat wie aus dem Nichts eine Panik erfasst. Ich hatte Schnappatmung, konnte kaum atmen, weil ich das Gefühl hatte, dass mit meinem Hund etwas ganz, ganz Schlimmes passiert. Ich weiß noch, dass ich angefangen habe zu zittern und das war wirklich ein sehr, 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 sehr schlimmes Gefühl gewesen, das ich überhaupt nicht einordnen konnte, weil ich weder einen Gedanken daran hatte, dass mit meiner Hündin irgendwas nicht stimmen könnte, noch hat sie Anzeichen gemacht, dass sie krank ist. Sie hat einfach ganz normal geschlafen, aber dieses Gefühl war trotzdem da. Ich weiß noch, dass ich dann in Panik zu meinem Mann gerannt bin, der stand gerade in der Küche und gesagt habe, hast du auch das Gefühl, dass mit unserer Safi was ganz was Schlimmes passiert? Und er hat mich so angeschaut und hat gesagt, nein, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass da irgendwas ist. Ich weiß noch, dass er einen kurzen Moment gezögert hat, aber trotzdem hat er mich beruhigt. Also er hat versucht, mich zu beruhigen. Naja, gut, ich bin dann wieder ins Wohnzimmer zurückgegangen und habe versucht zu ergründen, woher dieses Gefühl kommt. Da ich zur gleichen Zeit gerade mein Buch »Wie geht es deinem Tier?« überarbeitet habe, ja, und gerade da auch in der Recherche war, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist es einfach ein Zeichen, dass ich das Kapitel Ängste um unsere Tiere mit einfügen sollte. Also was wir in solchen Situationen tun können, wenn wir auf einmal total in Angst und Sorge und Panik um unsere Tiere sind. Es war nicht so, dass diese Panik sofort wieder wegging. Ich weiß, dass ich wirklich tagelang alles Mögliche ausprobiert habe, um mich diesen Ängsten zu stellen. Ich habe diese Angst zugelassen. Ich habe geschaut, ob es meine eigene ist oder ob ich vielleicht die Emotion von irgendjemanden anderen auf der Messe zum Beispiel aufgeschnappt hatte. Ich habe alles zurückgegeben, was nicht zu mir gehört hat. Dann habe ich ganz viel Vergebungsarbeit gemacht. Ich habe mit Ho'oponopono gearbeitet. Vielleicht kennst du das auch. Wenn nicht, es ist ein Vergebungsritual, das aus Sätzen besteht, die man eben sagt. Und ich habe dann eben mit diesen Sätzen gearbeitet. Ich habe zum Beispiel gesagt, es tut mir leid, Safi, dass ich solche Angst um dich habe. Bitte vergib mir, Safi, dass ich solche Angst um dich habe. Ich vergebe mir, dass ich solche Angst um Safi habe. Ich liebe dich, ich liebe mich, danke. Und mit diesen Sätzen habe ich sehr, sehr viel gearbeitet. Ich habe die immer wieder aufgesagt, immer wieder laut ausgesprochen. Und es ist tatsächlich auch leichter geworden. Ich habe fast eine Woche an diesen Emotionen gearbeitet und dann waren sie plötzlich weg. Heute weiß ich natürlich im Nachhinein, dass diese Angst nicht ganz unbegründet war, denn 4 Wochen später ist meine Safi ganz plötzlich gestorben. Und ich weiß noch, dass die Tierärztin in der Tierklinik gesagt hat, dass der Tumor, an dem sie gestorben ist, möglicherweise vor 4 Wochen noch gar nicht da war. Und ich denke, das war genau der Moment, in dem bei mir diese Panik aufgetreten ist, dass auch hier ich das gespürt habe, dass was nicht stimmt, nicht ist. Naja, jetzt könnte man ja sagen, die Angst war berechtigt, die Panik war berechtigt und
Es könnte natürlich auch in die Richtung gedeutet werden, dass man jetzt sagt, okay, wenn ich so ein Gefühl habe, dann steckt da was dahinter. Ich für mich habe dennoch entschieden, dass es nicht lohnenswert ist, mit solch einer Angst und solch einer Panik zu leben. Denn mir hat mein Erlebnis gezeigt, dass auch wenn ich es 4 Wochen vorher gewusst hätte, ich nichts daran hätte ändern können. Denn der Tumor, bei dem es um uns ging, war irreparabel. Also den konnte man nicht operieren. Der war, da war nichts zu tun. Also auch wenn ich es gewusst hätte, wenn ich es bestätigt gehabt hätte, hätte ich die Situation nicht verändern können. Ich hatte mit meiner Hündin noch 4 unbeschwerte, tolle Wochen. Und da stellt sich natürlich die Frage, können wir das Leben wirklich kontrollieren? Und das können wir einfach nicht. Leben ist nicht kontrollierbar. Wir erfahren so oft, dass gerade wenn es um Dinge geht, die vom Außen abhängig sind, auf die wir null Einfluss haben, das Leben einfach nicht kontrollierbar ist. Hier darf man sich tatsächlich die Frage stellen, will man mit diesen Ängsten leben oder ist es nicht wirklich besser, sie auf die Seite zu stellen? Mir ist es in meinem Fall gelungen, dass ich mit Hilfe meiner Tools, die mir zur Verfügung stehen, die Ängste aufheben konnte. Meine Panik war irgendwann weg und auch die Sorge und die Angst war nicht mehr vorhanden. Es ist allerdings so, ich habe ja jetzt meine Ilvi und ich weiß, dass ich momentan überhaupt nicht gern oder seit ich sie habe, überhaupt nicht gern zum Tierarzt gehe. In mir steckt anscheinend immer noch etwas von dieser Angst, dass ich meinen Hund ja ganz plötzlich verloren habe und vielleicht im Unterbewusstsein immer noch damit rechne, dass auch wenn ich zum Tierarzt gehe, ich wieder eine schlechte Nachricht bekomme. Natürlich weiß ich, dass ich auch hier die Kontrolle nicht habe, denn wenn es so ist, dann ist es so und ich kann es letztendlich nicht ändern. Was ich allerdings feststelle, ist, ich habe nicht bewusst diese Angst, aber scheinbar steckt sie irgendwo ganz tief in mir drinnen, weil meine Hündin extrem ängstlich ist beim Tierarzt. Ilvi ist ein taffer Hund, die ist neugierig, die ist offen, die hat wirklich vor nichts und vor niemanden Angst und stellt sich jeder Herausforderung, die es so gibt. Sie ist vielleicht in manchen Situationen ein bisschen vorsichtig, aber auf gar keinen Fall ängstlich. Und anders ist es aber, wenn wir zum Tierarzt gehen. Die ersten paar Male war es nicht so gewesen, aber immer wieder, wenn wir da hingekommen sind, habe ich gemerkt, dass sie schon vor der Eingangstür gar nicht rein wollte. Sie hat sich wirklich dagegen gewehrt. Jetzt ist es schon so, wenn wir auf dem Parkplatz sind, muss ich sie schon in die Praxis tragen, weil sie nicht rein möchte. Und wenn wir dann in der Praxis sind, dann passiert Folgendes. Sie krabbelt sofort auf meinen Schoß und zittert wie Espenlaub. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Irgendwann habe ich mir gedacht, okay, das ist sicherlich etwas, was in mir ist. Ja, also was ich im Unterbewussten in mir trage, dieses komische Gefühl, ah, jetzt müssen wir wieder zum Tierarzt, vielleicht, hoffentlich ist nichts. Und das übertrage ich komplett auf meine Hündin. Ich denke, sie spiegelt mir in diesem Fall meine eigene Angst, die ich habe, dass wieder etwas Schlimmes vielleicht passieren könnte, obwohl es tatsächlich nicht bewusst ist. Also mir ist diese Angst nicht bewusst, weil ich gehe jetzt nicht zitternd dahin, aber es ist einfach dieses im Unterbewusstsein. Ich hoffe, du weißt jetzt oder du verstehst, was ich dir damit sagen möchte. Auch hier ist es so, dass ich natürlich keinen Einfluss darauf habe, weil auch wenn ich eine schlimme Nachricht bekommen würde, ja, muss ich lernen, damit umzugehen, beziehungsweise mich dann mit der Situation auseinandersetzen. Ich kann mich dann mit Lösungen auseinandersetzen, ich kann dann schauen, was jetzt genau
was jetzt stimmig ist, was zu tun ist, wie die nächsten Schritte aussehen können. Ich für mich habe allerdings beschlossen, dass Ängste nur lähmen und dass man trotzdem immer auch eine andere Wahl hat. Ich kann mich ganz bewusst dafür entscheiden, meine Ängste loszulassen, sie gehen zu lassen, einfach indem ich mir sage, dass egal was ist, ich keinen Einfluss darauf habe, egal was kommt, ich habe keinen Einfluss darauf. Auch wenn wir Menschen glauben, dass wir Situationen beeinflussen können, sie kontrollieren können, dann bin ich ganz fest davon überzeugt, dass das ein absoluter Trugschluss ist. Solltest du dir vielleicht jetzt auch totale Sorgen machen um dein Tier oder Ängste haben, vielleicht auch, ich habe vorher ja schon das Beispiel mit der Katze gesagt, dass deine Katze vielleicht ein Freigänger ist und du wirklich Angst hast, dass sie nicht mehr nach Hause kommt, dass ihr etwas passiert. Naja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du stellst dich deinen eigenen Themen oder aber du lässt die Katze nicht mehr raus. Eines ist jedenfalls sicher, wenn du diese Ängste in dir trägst, die sich wirklich vielleicht ganz panisch anfühlen, die dich in den Wahnsinn treiben, wenn dein Tier nicht pünktlich wieder zu Hause ist, dann solltest du dich wirklich, also dann darfst du dir an der Stelle auch tatsächlich die Frage stellen, was du dagegen tun kannst. Denn eines ist sicher, wenn man so einen Zwang dahinter steckt, ja, oder so einen Druck, dann kann es letztendlich irgendwann vielleicht dazu führen, dass unsere Tiere, dass es denen zu viel wird oder dass die Katzen dann vielleicht auch tatsächlich wegbleiben. Energie folgt der Aufmerksamkeit und ich weiß, dass das nicht einfach ist, diese Emotionen einfach auszuschalten, ja. Man findet vielleicht den Knopf im Kopf nicht und sagt, okay, wenn ich den Knopf wüsste, dann würde ich das machen, weil mich das selber total kirre macht. Aber oft liegt dahinter einfach etwas ganz anderes, etwas viel tiefgreifenderes, das man sich vielleicht dann einfach anschauen sollte. Möglicherweise hilft dir aber auch die Bereitschaft dazu, deine Angst gehen zu lassen. Du könntest sie zum Beispiel innerlich mal fragen, warum bist du da? Was brauchst du? Was möchtest du? Oder du könntest dir auch die Frage stellen, wem gehört die Angst? Gehört sie dir überhaupt oder hast du sie vielleicht von irgendjemand anderen übernommen? Du wirst sehen, dass es dann schon ein Stück weit leichter wird. Du könntest einen Schutzkreis legen. Du könntest dir einfach vorstellen, dass du dein Tier in so eine, ja, in so eine Lichtbubble stellst, dir vorstellst oder einfach sagst, du bist behütet und beschützt. Wenn du vielleicht an Engel oder an Gott glaubst, dann kannst du auch hier um Hilfe bitten, dass dein Tier wieder zurückkommt. Du kannst deinem Liebling sagen, pass gut auf dich auf, wenn du rausgehst und komm wohlbehütet wieder. Und einfach das Vertrauen haben, dass das dann auch passiert, dass dein Liebling wiederkommt. Und schau, sollte es so sein, dass deinem Tier vielleicht wirklich etwas passiert, dass vielleicht ein Unfall passiert oder es eingesperrt wird oder es wirklich nicht mehr nach Hause findet, dann hat dein Liebling, wenn es ein absoluter Freigänger oder eine Freigängerin ist, ein Freigeist, die einfach raus möchte, die die Welt erkunden möchte, ein schönes Leben gehabt. Und ist es nicht auch so, dass du auch für dich vielleicht den Gedanken hast, Mann, ich will lieber mein Leben genießen, ich möchte alles erleben, was mir Spaß und Freude macht und nicht hinterher mal das Gefühl haben, dass ich alles verpasst habe, weil mich andere zurückgehalten haben oder weil du vielleicht selbst so viel Angst hattest, irgendwas Neues auszuprobieren. Es gibt so viele Werkzeuge und Tools, so vieles, was wir tun können, gerade wenn es um Ängste geht, um eigene Ängste und auch die Ängste, die wir vielleicht auf unsere Tiere projizieren. Sie zeigen uns vieles vielleicht auch auf und das ist auch eine Möglichkeit für uns, es zu verändern. Wie gesagt, es gibt viele Tools, die helfen können, wenn man selbst in Angst und Panik ist. Du könntest auch zum Beispiel Bachblüten nehmen oder dir einfach Hilfe und Unterstützung suchen, wenn du es alleine nicht schaffst. Sofern Panik da ist,
also ich sage jetzt mal richtige Panik, die so extrem ist, dass es dich wie lähmt, dass du vielleicht auch in eine Art von Hysterie verfällst, dann geht es hier wirklich um Themen, die tiefer sitzen und denen man einfach mal nachgehen sollte. Und ansonsten bleib im Vertrauen. Das Leben ist ein Flow, wenn man diesen Flow nicht aufhält. Und wie ich schon sagte, wir können das Leben nicht kontrollieren. Ich wünsche dir eine angstfreie Zeit mit deinem Liebling und vielleicht hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Ich würde mich freuen. Schreib mir doch deine Kommentare, wie dir die Episode gefallen hat, ob sie dir etwas gebracht hat, ob du vielleicht etwas für dich mitnehmen konntest. Und ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören. Bis zum nächsten Mal. Servus, Bussi. Und es ist total schön, dass es dich gibt. Lass uns doch, wenn du möchtest, gemeinsam die Welt verändern. Das war Tier Talk von und mit Beate Seebauer. Tierkommunikatorin, Heilpraktikerin, Buchautorin und Coach. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann schau einfach in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören.